Also ganz ehrlich, das ist mir ein Gräuel, mal immer in den Zwischensequenzen, in den Dialogen eine Pause zu machen. Aber das bietet sich halt immer ideal an, weil ich bin immer, die Kämpfe ziehen sich mal minimal länger und dann habe ich Überzeit und dann ist gar nichts und doof. Dessen rede ich aber. Wächter verbieten die Blutmagie nicht, was immer für den Sieg nötig ist. Es geht hier nicht um eure Vergangenheitsbewältigung. Sie kämpfen um ihr Leben. Ich hatte gedacht, meine Familie hätte sich besser verhalten. Ach komm. Aber vielleicht liegen vor uns die Antworten. Aha, das ist ja schön. So, gehen diese Portale sind hier also seit 200 Jahren aktiv und niemand kümmert sich darum, stelle ich fest. Ich verstehe. Tote Wächter. Dämon des Zorns, Hauch des Winters, Drachenknochen. Ein Stab zweihändig, Drachenknochen Stufe 7. Oh, strahlt Kälte aus. Warte mal. Hauch des Winters. Was kann mein aktueller Stab Schönes? Ja, Magie plus 1, also der ist nicht so cool. Und der hier macht deutlich... Ja, natürlich nehme ich den. Wenn ich hier mal Gelegenheit habe, ihre Gegenstände in die Hand zu nehmen, die auch noch voll cool aussehen. Und dass das strahlt Kälte aus, vielleicht in irgendeiner Weise negativ. Ach, das passt schon. So, kleiner fehlerhafter Naturkristall. Wer auch immer das Ding nehmen kann. Es muss ja irgendein Begleiter geben, der so eine Steinchen in die Hand nehmen kann. So soll es sein. Ist denn die, was in diese lustigen Portale hier lauter? Nö. Was haben wir hier eigentlich Schönes? Ja, gut. Was immer für den Sieg notwendig ist. Naja, gut. Lassen wir die Portale einfach mal Portale sein und machen uns bereit hier wieder... Ach nee, warte, das ist ja vor allen Dingen... Warte mal, Moment mal. Zauberkraft, Naturschaden. Will ich das Ding vielleicht doch lieber... warte mal. Ich glaube, ich gebe das Ding doch mal lieber Alia in der Hand, weil mit der fuchtel ich halt mehr rum. Ach, aber die kann den gar nicht. Ah, die hat keine 36 Magie, 86... Ja, gut. Gut, dann doch was von Mori. Aber ich werde hier auf jeden Fall mal... Warte mal, was haben wir hier noch Schönes? Stab. Ach, Arkane. Das Ding verschießt einfach mal Arkane Bolzen als Normaldings oder was? Okay. Gut. Na gut, das Problem. Ah, fuck, Alter. Zurück mit euch, Jungs. Nee, das ist mein Ernst. Wir machen das jetzt wirklich so. Wird erledigt. So. Gut, Angriff, Freunde. Es wird nicht lang dauern. Ja, warte mal, eigentlich Plan B. Zurück. Und jetzt Eis. Am besten ohne da reinzurennen, das wäre voll gut. Richtig in Ballung. Oh, total so. Ja, das sind ja nur ein paar wenige, ne? Es wird nicht lang dauern. Und gerade wenn sie im engen Ring sind, dann kann ich wieder überall Blut angekleben. Und ihr lebt. Jo. Ich sehe da vorne übrigens eine Verriegelung. Noch mehr tote Wächter. Also irgendwie das mit den Dämonen, das scheint irgendwie. So, ich habe hier, was ist denn das da Schönes? Kommandoquartier, ne? Ja, gut, super. Da bin ich immer sehr gespannt, wer da auf mich wartet. Wahrscheinlich noch mehr Flashbacks. Oh, Sophia. Hm. Grüß dich. Kein Schritt weiter, Wächter. Dieses Wesen möchte mit euch sprechen. Wer oder was seid ihr? Warum wollt ihr mit mir sprechen? Ja, genau, Angriff. Nichts von dem. Ist also ein Dämon, der anscheinend schon ein paar hundert Jahre länger hier rumsteht. Warum wollt ihr mit mir sprechen? Denn dieser Gipfel gehört mir. Dieses Wesen ist eine Dryden. Die Kommandantin. Sophia. Alles davon. Aha. Großmutter? Ihr habt zahlreiches Dämonengezücht getötet, um hierher zu kommen. Dieses Wesen schlägt eine Vereinbarung vor. Sie hat einen Kettenrock an. Erzählt mir von dieser Vereinbarung, denn ich fürchte, eure Großmutter ist besessen. Ist noch etwas von dem wahren Sophia in euch? Ich frage erstmal das da. Dieses Wesen hat ihre Erinnerungen, Gedanken und Geheimnisse geschaut. Aber sie ist Nahrung für dieses Wesen. Nicht mehr, nicht weniger. Ja, ich fürchte, ihre Urgroßmutter ist besessen. Entweder das oder sie hat sich ziemlich gehen lassen. Was für ein Meine Kommentar. Urgroßmutter ist tot. Was das ist, weiß ich nicht. Ja, zieh mal von der Vereinbarung. Treffen wir jetzt Vereinbarungen mit Dämonen? Ich muss schon sagen, die Krähen haben die Wächter völlig falsch eingeschätzt. Ihr seid raffinierter und skrupelloser, als wir vermutet hatten. Nur zu, ich will euch nicht im Weg stehen. Eure Krähe ist weise. Dieses Wesen wird das Abkommen erklären. Dann mach mal. Der Soldatengipfel hält mich gefangen. Dieses Wesen hat in Drydens Erinnerungen so viele verlockende Orte erblickt. Dieses Wesen möchte die Welt mit eigenen Augen sehen. Ja, dann mach doch. Damit ich frei bin, müsst ihr in den alten Magierturm gehen und ihn zerstören. Im Gegenzug
versiegelt dieses Wesen den Schleier wieder. Keine Dämonen mehr, keine Feinde. Euer Gipfel wäre sicher. Ihr müsst nur dieses Wesen in die Welt entlassen. Klingt doch gut, das kann ich. Vor allen Dingen kann ich das voll nachvollziehen, den Gedanken, die Welt erkunden zu wollen. Das ist. Vor allen Dingen leid. Ah, das ist ein wunderbarer Gedanke. Ja, das gefällt mir sehr gut. Was zerstöre ich da? Die Magie aller Objekte. Den Stein selbst, wenn ihr die Macht dazu habt. Etwas dort drinnen hält die meinen gefangen. Was genau werdet ihr tun, wenn ich euch befreie? Dieses Wesen wird umherstreiten. Es wird sich umsehen. Es wird sich ernähren. Aber ohne mich wird der Schleier noch schwächer. Mehr Dämonen. Mehr Leid. Na, das ist ja auch doof. Ihr wählt zwischen einem von den meinen oder vielen. Man sieht die Rüstung noch top aus nach 200 Jahren. Erzähl mal ein bisschen was von Sophia Drayden, genau. Dieses Wesen weiß alles. Wird aber erst sprechen, wenn der Turm in Trümmern liegt. Sogar die Haare sind nicht mal gewachsen, die sind sogar noch top gestylt. Also so halbwegs zumindest. Bevor ich die Vereinbarung eingehe. Ja. Dann breche ich ein bisschen was über... Ja, genau das da. Wächter. Meine Familie sucht schon über 100 Jahre nach diesen Antworten. Ach, sind nur 100 Jahre, nicht 200. Nicht so. Ja, das ist ja hier, wir müssen den Schleier barrieren, das ist total richtig. Ja, mach mal. Ich unterstütze eure Entscheidung, wie sie auch ausfällt. Einverstanden. Alle Fragen von Levi über die Drydens werden beantwortet. Ja, hier, machen wir mal persönlich schmackhaft. Der Levi erhält Antworten auf seine Fragen. Sonst erhaltet ihr nichts. Erzähl mal ein bisschen was über den Turm. Ihr müsst nur zerstören. Für euer Ziel ist sonst nichts vonnöten. Ein paar Infos vielleicht? Dann breche ich mal auf. Gut. Nichts darf leben. Zermalt den Stein mit euren Zähnen, wenn ihr könnt. Ja, ich mach da mal. Dämonischer Pack, Sephran stimmt 2. Was, der stimmt zu? Ernsthaft? Sophia Drayden ist das Licht und die Funkelzüge wie in Ferelds. Nicht auf dieser Welt kann ihr Feuer jemals ersticken. Aha. Alessa Sophia Drayden war die Konkurrentin des jungen Arland im Kampf um den Thron von Ferelden. Drayden war eine starke und charismatische Anführerin, die enorme Unterstützung aus dem Banorn erhält. Als schließlich Arland die Krone zugesprochen wurde, weigert sich Drayden diese anzuerkennen, bla. Alan auf den Begriff Gegenmesser erhob sich alle, die Verbindung zu den Grauen Wächter hatten, ihr einfach geklätzt, bla. Nachtrag: König Alan verbannte die Grauen Wächter aus Ferelden, sodass Soldaten lang verwaist blieb. Als die Festung nach Jahrhunderten wieder betreten wurde, stellten sie heraus, dass ein Dämon von Sophia Drayden Besitz ergriffen hat. Man hat damit die Ewigkeiten überdauert. Vor allem sieht der Körper noch halbwegs gut aus. Also zumindest, was man unter der Rüstung erkennen kann. Ja, ich nehme natürlich wie immer alles mit, solange ich noch Platz habe. Das ist eigentlich ganz interessant, weil das. Wie ihr meint, ja, vielleicht könnten wir es ja mal versuchen. Der wird ja wohl ein 100 Jahre altes Schloss aufkriegen, oder? Na, scheiße, natürlich nicht. Und sie steht hier einfach nur so rum. Naja, finde ich voll okay. Wo ich irgendwelche Dämonen töte, ach, das ist persönlicher Machtzuwachs hier, ne? Außerdem kann ich das voll nachvollziehen. Das ist ja... Also warum die Mühe machen? Sie hat mir anscheinend nichts zu bieten, außer Nachteil. Ach du Kacke. Feuerball! Ich mag meine AOE-Zaubersprüche, die sind immer wieder gut. So, trotzdem, Adia, wir müssen jetzt mal einen Meter nach vorne rennen, weil du musst nämlich tatsächlich mal die Skelette... Obwohl, naja, die Skelette... Mann, ich brauche noch ein AOE-Feuerballartiges Ding, was ich einfach nach vorne zaubern kann. So, Sephran, also eigentlich können wir... Ach, ihn habe ich auch gerade wieder eingesetzt. Ach, guck mal. Ach, die sind alle gleich direkt instant verreckt. Ach, das ist ja schön, dass der Feuerball mal nachbrennt. Okay, gut. Kommando zurück, wir müssen einfach nur die Viecher umhauen. Feuerball ist eine enorm praktische Fähigkeit. Gerade wenn die nach vorne kommen, die alle reinrennen. Ich wüsste auch ganz ehrlich gesagt nicht, wie ich dieses Spiel spielen wollte, wenn ich keine... Wenn ich keine Flächeneffekt-Zaubersprüche hätte. Mal ernsthaft, wie soll ich denn das machen? Dann müsste ich ja die ganze Zeit... Ja, das bitte mal auch mit dieser dummen Falle langsam mal hier. Danke. Dann müsste ich ja die ganze Zeit alle Gegner einzeln umhauen. Wie lange soll denn das bitte schon dauern? Wenn so haue ich ja einmal Feuer... Ach, Gott, ja. Natürlich. Hey, 5 Gold. So haue ich einfach einmal Feuerball drauf. Turm von... Gut. Einige Zauber wieder Feuerwehr verletzen alle Charaktere im Wirkungsbereich. Ja, ach, was du nicht sagst. Ja, wenn ich noch einen selektiven Feuerball könnte, wäre das natürlich noch geiler, aber ich kann leider nicht. So, warte mal, Muri, komm hier mal ran. Wir müssen hier mal ganz... Ich werde es... Habe ich jetzt Alia mitgetroffen? Was ist das denn hier? Schwäche? Nö. Perfekt. Warte mal, Moment mal, Alia steht eigentlich geradezu perfekt. Feuer! Leben immer noch alle? Göttchen, dann machen wir noch Elektro rein und Mori zaubert hier am besten mal jetzt.
Oh Gott, die lieben immer noch. Ich brauche. Den Kettenblitz hätte ich übrigens auch gerne, den mal alle benutzen. Aber den gibt's anscheinend nicht so für Magie. So. Haben wir es jetzt langsam mal? Haben wir es dann? Naja. Es ist Zeit für den Aderlass! Was ist das hier eigentlich für ein interessantes Instrument? Ich denke mal, es ist ein Instrument. Das sieht zumindest so aus. Naja. Ja, war jetzt ehrlich gesagt nicht der schwerste Kampf, ganz ehrlich. Vor allem, wie ich schon wieder. Dieses Geräusch im Hintergrund, das gab es in Divinity, gab es das auch mal. Was haben wir hier? Alchemistische Mischung. Ein altes Fläschchen mit einem giftigen Trank. Niemand kann sagen, wie lange er schon auf diesem Tisch steht. Den altes. Was? Go, go. Eine. Das endet garantiert. Alter, ist das groß, das Ding. Und ich trinke das Ding einfach mal. Gut, dass ich vorher gequicksaved habe. Dein Körper wird von Schmerzen zerrissen. Doch, es liegt, liegt auch machtenden Schmerzen und einem Anflug von Erkenntnis. Aha. Dir stehen neue Fähigkeiten zur Verfügung. Na bitte. Was kann ich denn jetzt? Blutmagie wahrscheinlich. Diabolist? Oh. Moment mal. Jetzt habe ich 2 Punkte. Verdammt. Ja, toll. Gut, dass ich jetzt 2 Fähigkeitspunkte habe, die ich nicht mehr verwenden kann. Ja, ich würde gerade sagen, seit wann habe ich denn hier dir... Ich mag das Lächeln, was ich hier gegeben habe. Ach, guck mal, ich habe... ich bin gelevelt. Fällt mir gerade so auf. Also, ganz schön gelevelt. Macht des Blutes. Ey. Oh, bin ich jetzt Blutmagier? Moment. Nö, ich bin kein Blutmagier. Ich bin einfach nur Diabolist. Ich habe jetzt die Macht des Blutes. Für dieses... Was? Dunkles Mal. Der Magier fügt sich selbst eine Wunde zu, um sein verderbtes Blut in Kraft zu ziehen. Er regeneriert dadurch schnell eine beträchtliche Teil seines Manas, büßt hier ein wenig Gesundheit ein. Top-Fähigkeit, die will ich haben. Ach, die habe ich schon. Das ist ja schön. Nehme ich die am besten mal... habe ich die nicht? Ja? Muss ich die erst leveln? Oder was? Mein Handy klingelt, juhu. Oder muss ich dafür erstmal was gehen? Okay, gut, ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich hier machen muss dafür. Das ist ja interessant, was hier gerade schönes klingelt. Das ist ja sehr interessant. So, warte mal, auf jeden Fall Magie 18. Ach, das kostet einfach Aktivierung 0. Tut ihr? Okay, ist ja auch egal. So, ich würde jetzt auf jeden Fall gerne Inferno können. Wir haben 6 Punkte frei, die wir in Magie setzen können. Wie viel brauche ich dafür? Ja, jetzt kann ich mich endlich Inferno, das ist schon mal viel wert. Aber kann ich endlich das Ding hier gleich nochmal leveln? Eigentlich schon, oder? Dann kann ich das auch. Müsste eigentlich mal... Ach, komm jetzt hier. Ja, das hier kann ich irgendwie nicht leveln. Warum auch nicht? Das ist schon gelevelt, so wie es ausschaut. So, warte mal. Dann kann ich hier nochmal kurz... Ich habe noch 3 Punkte übrig. Die setze ich dann am besten in... Was macht hier? Willenskraft. Willenskraft. Bam. Zack. Das war, glaube ich, Mana, wenn ich mich richtig sehe. So. Nein, fuck. Ich habe mich vertan. Ich habe ja natürlich jetzt wieder meine Vieh. Jetzt habe ich nur das eine gelevelt und das andere nicht. Hier, zack. Dann kann ich das noch vor Mori. Muhaha. So, mal sehen, ob ich jetzt auch noch so beliebt bin bei meinen Freunden hier. Wo ist denn das hier? Das müsste eigentlich im... Wo ist denn das hier? Inventar, Fähigkeiten, Fähigkeiten. Das bin ja nicht mein Handy jetzt von mir. Ah ja, gut. Nur ein Lob. Mann, wo ist denn der? Ach, falsches Buch. Hier, Zauber und Talente. So, jetzt aber. Nee, nicht Mori. Anja. Das fliegt erstmal auf jeden Fall weg. Warte mal, wir müssen das ja eigentlich mal ein bisschen in Ordnung bringen, oder? Ich meine, die Fähigkeit hier hinten, die benutze ich eh nicht. Warte mal. Am besten, das ist einfach komplett neu. Und ich mache jetzt mal das hier so. Es dauert jetzt einen Moment, um das hier zu machen. Warte mal, das kommt dahin. Ich mache erstmal alle einzeln die Zaubersprüche, mache ich erstmal auf eine Stelle. Dann mache ich alle. Ja, oder? Dann mache ich das so. Dann kommt das nämlich dahin. So. Das ist ja auch noch ein Einzel hier. So, dann kommt das Ding oder das kommt über dahin. So, dann kommen die komischen Verstärkerfähigkeiten, die ich eh nie benutze. Beziehungsweise jetzt kommen erstmal die AOE-Zaubersprüche. Also, ich glaube, wenn ich die alle einmal im Kreis benutze, ist sowieso mein Mana alle. So, dann kommt das. Dann kommt jetzt Feuerball. Blitzsturm, Feuersturm und sehen irgendwie sehr ähnlich aus, die Symbole. Ja, das brauche ich garantiert nie. Den Geistesschlag, der ist ab und zu mal ganz nützlich. Die Pots, ach, das ist hier die Liste. Oh, die ist jetzt leider alle, die das Ding. So, dann kann ich die Waffen hier nochmal an. Die Waffen kann ich, glaube ich, noch weiter weg. Dann haue ich die mir hier noch dazwischen auf den Slots, die ich auch bedienen kann. Und dann haue ich das hier noch, die Eiswaffe. Ah, die Eiswaffe, ja, das ist hier komplett runterziehen. Ja, das ist arkane Schild. Ich warte noch auf die Situation, wo ich das tatsächlich... Oder mal, gerade ein, kann ich jetzt... Ah, das sollte ich vielleicht auch noch raufziehen, die Macht des Blutes. Der Magier setzt sein eigenes verstärbtes Blut als Waffe ein, indem er seine Gesundheit gerne... ihn setzt ein wenig Gesundheit kostet. Zählt der betroffene Gegner zu dunklem Blut, erleidet er kurz sich tödlichen Schaden. Na bitte, Blutmagie, es ist feines. Na, wunderschön. Das heißt, wir sind jetzt deutlich mächtiger als vorher. Ich erwarte euren Befehl. Oh gut, das ist also... Das fällt also nicht negativ auf mich zurück. Na bitte. Also hier irgendwelche Tränke zu trinken, irgendwann mitten im Dings ist... Experimentierwütigkeit wird scheinbar in diesem Spiel belohnt. Warte mal. Geht denn jetzt hier nicht lang? Ach so, das...
Hier ist einfach nur verschlossen, das ist ja schön. Jetzt möchte ich natürlich meine neuen tollen... Ich glaube, ich komme gleich dazu, meine neuen tollen Fähigkeiten auszunutzen, oder? Aber eigentlich könnte ich ja mal kurz ausprobieren. Wie sieht das Ding hier aus? Wird erledigt. Ist das auch so ein dauerhafter Effekt? Ach, das war das Drecksding, was mich ja schon mal umgehaut hat. Umgehaut, ja. Umgehaut ist gut durch. Aber schön, dass ich die Leichen schon mal direkt treffe damit. Wie sieht der Feuersturm aus? Das kostet ja nicht... Ja, das sind alles coole Sachen, und ich weiß nicht, ob ich die mal einsetzen kann. Natürlich. Vor allem haben die mächtig viel cooler und fällt mir mal so auf. Vor allem, jetzt stehe ich mitten im Sturm drin, das ist, glaube ich, nicht so gut. Ich höre euch. Unterbrecht meine Konzentration nicht. Wie, der lebt noch. Na, er sieht mir ganz fit aus, glaube ich. Selbst jetzt wollen die Dämonen ihre Zahl erhöhen. Muss man sich bei euch für dieses willkommene, aber wohl nur vorübergehende Ungleichgewicht bedanken? Naja, der alte Mage der Wächter, ist er noch am Leben? Nur fast. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Warum seid ihr hier? Was habt ihr vor? Ich will ein paar Antworten. Auf welche Fragen denn? Nur zu, stellt sie. Wie habt ihr alle Jahre überlebt, genau? Die Kirche verbietet närrischerweise Blutmagie. Dabei gibt es noch so viele Geheimnisse zu enthüllen. Während mein Körper verweste, fand ich Methoden, ihn am Leben zu halten. Aber das geht nicht ewig so weiter. Aha. Ja, erzähl mal ein bisschen, was hier passiert ist. Wozu sollte ich nun den Geschichtenerzähler mimen? Der Tyrann Arlend ist längst verstorben. Ebenso wie all unsere edlen Mitverschwörer. Und ihre große Rebellion. Sophias Leiche mag herumlaufen und reden. Aber auch sie ist nicht mehr. Ach, wirklich nicht? Inwiefern, ja, erzähl mal. Er herrschte mit Furcht und Hinterhalt. Seine Tücke brachte die Adligen in schrecklichem Kampfe gegeneinander auf. Wir hielten ihn für ein Monster und sammelten Verbündete, um gegen ihn zu rebellieren. Doch die Jahre haben unser Scheitern obsolet gemacht, nicht wahr? Damals schien es so dringend zu sein. Aber das Königreich existiert nach wie vor. Ja, ihr habt immer einen Versuch. Versuchen kann man es ja. Die Rebellion ist wahrscheinlich ein bisschen niedergeschlagen worden, wa? So viele Münder müssten verstummen. Selbst die Zauberei hat Grenzen. Also haben wir uns mit Terran Kusland getroffen. Mit ihm an unserer Seite hatten wir eine Chance auf den Sieg. Stattdessen gerieten wir in einen Hinterhalt der königlichen Wache. Kommandantin Dryden und ich konnten gerade noch fliehen. Jo, und Blutmagie? Natürlich. Um die Leute dazu zu bringen, unser Geheimnis zu bewahren. Der hat einen coolen Stab. Sophia hätte mich das nachdrücklicher erledigen lassen sollen. Ihre Skrupel waren ihr Untergang. Ja, aber so viele Dämonen waren nicht so cool, ne? Möglich. Aber es bedeutete Überleben. Unsere letzte Zuflucht. Monatelang bereitete ich die Beschwörungskreise vor und stellte in den dunkelsten Tiefen des Nichts Nachforschungen an. Es war ein Moment des Triumphes. Dutzende von Dämonen, gerufen durch meine Hand. Aber der Unklarheiten waren so viele, dass Berechnungsfehler unvermeidbar waren. Ah, ich war so nah dran. Tja, tragt dann, es gibt Dinge, die man einfach nicht... wusste sie davon? Sie hat den Befehl erteilt. Ich hätte die Dämonen ohnehin beschworen. Nur What? Unter Wächtern. Kann wahre, magische Forschung stattfinden. Eine Chance, um die Geheimnisse des alten Tevinter wieder ans Tageslicht zu bringen. Ja, der klingt tatsächlich ein bisschen sehr stolz auf seine Taten. Ich bedauere lediglich, dass ich es nicht geschafft habe. Und dass ich nie Gelegenheit erhielt, Arlend für alles bezahlen zu lassen. Er will also Rache. Ich überrede mal. Von einem Wächter bedeutet das etwas. So müde.
So alt. Lasst mich meinen größten Fehler wiedergutmachen. Lasst mich diesen Ort reinigen. Dann nehme ich jeden Schuldspruch an, den ihr für angebracht haltet. Tja, dann möchte ich noch was anderes fragen. Was kann ich denn noch? Sophias Ohrring, glaube ich. Ja, hier, Levi, frag doch mal. Meister Magier, Sir, der Name meiner Familie gilt seit über einem Jahrhundert nichts mehr. Habt ihr einen Beweis dafür, dass Sophia heldenhaft gehandelt hat? Der Junge, der sich in den Nebel wagte. Ihr seid also meinem Ruf gefolgt. Und ihr seid ein Dryden. Wahrhaftig, der Kosmos hat Sinn für Humor. Ja, ja, mach mal. Er war nur ein Junge, als er die Tunnel unter dem Gipfel betrat. Mit reinem Herzen und festem Charakter. Im Traum gab ich ihm die Schlüssel, die er benötigen würde. Er sollte mein Befreier sein. Interessant. Ich muss schon wieder übrigens einen Cut mitten in der Folge machen. Das tut mir auch ganz tolle leid. Oh Mann. Ich rede nächstes Mal.